Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Monkey Pult einfach. Oh mein Gott, weiß er denn nicht, dass ich erst das Aufnahmeprogramm starten muss? Meine Güte, die Leute haben keinen Respekt in Time Walk, ne? Es ist die Community verkommen, Freunde, es ist ganz traurig. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time Walk and Talk. Habe ich das schon gesagt? Nein, und ich bin genauso confused wie unser Heiler, oder? Es ist einfach nur schön. Freunde, neue Frage über Twitter von guten Dream of Anarchy. Wie sieht das eigentlich aus mit deinem näheren Umfeld und dem Thema YouTube Streaming? Wissen zum Beispiel deine Verwandten davon? Ist das lieber eine Sache, die du für dich behältst, vor allem wenn du auf neuere Leute triffst? Sagst du da, ich mache was im Internet oder droppst du direkt YouTube? Ja, ich gehe direkt rein, oder? In die Bar und dann alle direkt so, hey Craft, Digga, ich gebe aus. Ja, wie soll das sonst sein? Ja, schwierig, weil es wirklich viele, ich hoffe, wir haben genug Zeit in dem Part. Es gibt wirklich ziemlich viele Aspekte. Also grundsätzlich, ihr wisst, Großfamilie und so, ne? Also jeder in meinem Umfeld zockt eigentlich. Jeder, mit dem ich langfristig was zu tun habe, zockt. Meine Freunde zocken, meine, ja, Eltern, mein Vater zockt. Ich habe ganz viele Cousins und Cousinen, die zocken. Sobald irgendein Treffen ist, geht's natürlich immer Standard. Wie geht, was ist neu und so weiter, ne? Und dann irgendwann werden über alte Final Fantasy Floskeln erzählt und was weiß ich nicht, Mario Kart und keiner spielt FIFA. Zum Glück keiner spielt so irgendwie nur solche FIFA und Formel 1 Games oder so, da kann ich ja immer nicht viel mit anfangen, ne? Das ist für mich ja, ich kann das nicht suchten, so, das ist das Problem, ne? Ich muss immer richtig Sucht-Talk haben, so, ja, so unter, weiß ich nicht, unter 500 Stunden Banjo-Kazooie auf N64 brauchst du mit mir nicht reden, Diggi, ja, so, so nach dem Motto. Und deswegen ist das Thema quasi für meine Familie, für meine Freunde viel einfacher, viel greifbarer, ja, oder meine Freunde, mein engster Freundeskreis, die zocken selber den ganzen Tag, die hängen den ganzen Tag, weiß ich nicht, in LOL oder gucken irgendwie in Maxim oder Moondie oder Whitey Stream oder so, ne, zocken PUBG, Fortnite, von vorne bis hinten alles dabei, ab und zu mal WoW, vor allem wenn ein neues Addon da ist und so weiter, ne, insofern auch da im Freundeskreis, ja, egal ob man jetzt im Discord sitzt oder zusammen einen trinkt, es ist einfach ein omnipräsentes Thema und deswegen hatte ich auch nie Probleme mit meinem Hobby, Ding hier, Kanal, whatever, was ich hier tue, irgendwo Anschluss zu finden oder mich drüber zu unterhalten, ne? Vielmehr ist sogar Interesse von all diesen Seiten da und es wird nachgefragt. Was anders ist natürlich und was, wo ich auch schon immer so war, ich hab's damals schon gehasst, wenn irgendwie jemand in der Schule, was natürlich konsequent genutzt wurde von meinen Freunden und ihr werdet jetzt gleich gedanklich den Kreis schließen können, auf den ich hinaus will, was natürlich in der Schule von mir schon fast war, war zum Beispiel irgendwie dem Lehrer sagen, dass ich Geburtstag habe oder so, das war mir völlig egal. Ich wollte auch nicht, wenn dann Musik war, dass die anderen für mich was singen oder so, ich wollte einfach nach Hause und pennen und zocken, ne? So, das das wussten natürlich alle, dementsprechend das erste, was war, wenn wir in den Raum kamen, ne? Übrigens, Herr Müller, der und der hat Geburtstag und so, ne? Und dann schön, herrlich. So, heute, heute mag ich das genauso wenig, ja? Und zwar mit all solchen Bereichen. Dementsprechend natürlich, wenn wir irgendwo einen alten Kumpel treffen, irgendwie, wenn wir Richtung Weihnachten alle in der Heimatstadt sind, ne? Und saufen gehen und was weiß ich, ne? Dann ist natürlich das Erste, was dann kommt, der und der ist jetzt übrigens YouTube-Star und ist auf Instagram und auf Twitter 1000 Follower und so, ne? Wo ich so denke, halt die Fresse. Bitte nicht so. Und dann wird natürlich nicht nur, weil natürlich auch übelst ausufernd erzählt, ne, wie es so ist. Ja, man kennt das ja von früher. Der hat heute Geburtstag und so. Und dieses Level, ja, quasi dieses Level der Euphorie des damals jugendlichen Sportsgeistes, ja, jetzt einfach so aus purem, weiß ich nicht, freundschaftlichem Hass. Das ist das eigentlich Schwierige, ne? Und dann wird ja nicht nur der ein bisschen hellhöriger, mit dem man da erzählt, sondern natürlich auch alle drumherum. So, und dann kommen wir aus der Nummer raus. Gut, ihr habt natürlich recht, ich kann ein bisschen mit Worten umgehen, insofern ist das natürlich auch nicht das Problem, aber oft ist es eigentlich so, dass ich gar keine Wahl habe, sondern dass ich da reingeworfen werde, ja, dass ich da reingeworfen werde. Allerdings habe ich auch weniger das Problem, dass wenn jetzt wer fragt, irgendwie eine entfernte Großtante bei irgendeinem Familienfest oder keine Ahnung, du unterhältst mit irgendwem bei einem Streetfood-Festival oder irgendwo, bin ich so oft bei Events, wo ich nicht besoffen bin und wo dann sowieso alle vergessen, worüber man redet, ne. Deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen behelfen, wo man vielleicht so ist oder du triffst einmal im Jahr im Tierpark irgendwie einen Kumpel oder so, einen alten, ne, was geht. Dann habe ich auch kein Problem damit, das zu erzählen, was ich mache, ne, und wie lange ich das mache und dass ich da Spaß dran habe und wie das läuft und wie es mal nicht läuft und was alles dazu gehört, ne, das haue ich auch auf den Tisch. Ich finde, das ist nichts oder das ist gar nichts in unserer modernisierten Welt, wo man sich irgendwie, weiß ich nicht, verstecken muss oder so. Ich bin ja jetzt auch nicht Mario Barth, der ständig persönliche Anekdoten über seine Freundin oder über, weiß ich nicht, über, keine Ahnung, mein Opa oder so erzähle 24/7, ne, dass ich jetzt sagen müsste, oh, hoffentlich finden die Leute, über die ich rede, niemals meine Sachen oder so, ne, das ist ja zum Glück auch nicht der Fall. Das kann ja auch immer angucken, wer will und so weiter, ne? Deswegen,
Puh, also es ist... Das Einzige, was halt doof ist, ist, wie gesagt, wenn es irgendwelche sagen, ja, ne, ja, wir studieren und er macht Ausbildung, ja, er macht YouTube, ne, was und so, dann, oh, tolle Sache. Was natürlich schön ist, ist, wir wissen, jeder Mensch, der irgendwas auf sich hält, hat irgendwas mit WoW zu tun. Er hat mal WoW gespielt, er hat von WoW gehört, er weiß, was WoW ist, ne, und sei es so auf dem Privatserver rumgegammelt, aber ich habe immer das Gefühl, dass egal, mit wem ich rede, jeder Mensch hat irgendwie WoW gespielt, ne, und dementsprechend ist es dann ganz witzig, wenn man erzählt, wenn die Leute so in der ja, Szene, sage ich mal, sind, ne? Wenn dann sagst, ja, wir machen jetzt hier Podcast mit Barlow oder wir machen mal PvP-Stream mit Mr. Morne, dann so, ist das nicht der von Friendly Fire und so, und so, ja, toller Typ und so, ne? Das ist dann auch, manchmal ist es halt witzig, ne? Manchmal ist es halt witzig, wie dann die Connections so fließen oder was heißt, das ist jetzt was anderes, ich finde es immer ganz interessant, was Leute dann so gucken, ne? Was Leute dann so gucken, so. Denkst du, ja, der macht jetzt hier seine Ausbildung zu, weiß ich nicht, zum Gärtner oder so, ne? Und pfeift sich dann einen halben Tag Mr. Moore Game Streams rein und kannst mit ihm eine halbe Stunde erstmal über Mr. Moore bei GTA Live reden und so, ne? So was. Weiß ich nicht, ob ihr es kennt, ich find's immer witzig. Das ist so der Lifestyle, ne? Das ist so der Lifestyle. Also, ich habe halt das Glück, dass ich, egal wohin ich gucke, in meinem freundesbekannten Familienkreis, dass ich immer über Gaming reden kann. Ja, selbst mein Onkel, der hat noch eine N64 stehen, ja, der hat noch eine ganz alte Nintendo-Konsole, ja, welche war das, die graue, ne, mit diesen viereckigen Controllern und so weiter, der spielt Candy Crush aktiv auf dem Handy und alles solche Sachen, also wirklich egal, wo ich hingucke, alle sind da relativ offen und es war nie groß ein Problem, mit irgendwem groß drüber zu reden, ne, und gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen selber dann schuld, gerade im Freundes- und Bekanntenkreis, weil, wenn du nicht zockst, dann finde ich dich in der Regel auch nicht so interessant einfach, weißt du, dann weiß ich nicht, was soll ich mit dir jetzt groß reden, so, also ich bin ja jetzt auch nicht groß Sport interessiert, ne, wir können gerne ein bisschen über Michael Jordan reden oder so, aber ansonsten, E-Sport is love, ne, deswegen, da sind dann auch meistens die Gespräche recht schnell zu Ende, weil, wenn ich jemanden Fremdes treffe, dann muss ich schon sehr besoffen sein, um zu fragen, hey, was machst du und so, ne, um dann nicht irgendwie über Gaming oder Deutschrap zu reden. Insofern ist da auch mein Interesse irgendwie sehr begrenzt bei Leuten, wo das nicht so ist, deswegen ich einfach, gut, bei Familie hatte ich halt einfach Glück, ne, aber ansonsten habe ich mir, glaube ich, meinen Freundeskreis schon so weit aufgebaut, ne, wie das für viele sicherlich fast schon traumhaft wäre, hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück einfach, also tolle Leute um mich rum habe, ne, aber... Wie es so ist, ne? Wie es so ist. Aber an sich, mein Guter, keine Probleme, ne? Keine, weiß ich nicht, ist das Peinlichkeit? Weiß ich, ich finde ja nicht peinlich, was ich mache oder so. Wie gesagt, ich erzähle ja auch nicht irgendwelche peinlichen, intimen Geschichten oder so. Und das, was ich hier erzähle oder wie ich was erzähle oder wenn ich im Stream mal ein bisschen ausufern da über, was war es zuletzt, über moderne Autos und selbstfahrende Autos und so rede, ne? Und über Schaltgetriebe und was weiß ich nicht, das mache ich ja auch so, ne? Das mache ich, das ist ja auch das Ding, das mache ich ja auch so, ne, also, das kommt ja dazu, es ist ja nicht mal so, als machen die hier was an und sagen, boah, völlig anders, machst du bist jetzt hier, bist hier Stand-Up-Nightwash-Typ oder so, ne, oder wie erzählst du, da mache ich ja genauso, ne, ich laber dann ja genauso rum, insofern ist das jetzt nichts, wo ich irgendwie anders wäre oder das verheimlichen muss quasi. Alles normal im Step, ne? Und ich habe das Glück, dass viele das einfach cool finden, ja? Und im Zweifelsfall nach dem Abend dann 2-3 neue Abonnenten. Na, ist das nicht toll? Oder die Werbung ist real, oder die... die Werbung ist real, Digga, die Werbung ist real. Ja, das dazu, ne? Das dazu. Also keine miesen Schlägerei-Geschichten von wegen YouTube-Leute sind in dieser Bar nicht erwünscht oder so, ne? Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, leider völlig langweilig. Alle finden es cool. Alle, mit denen ich langfristig was zu tun habe, zocken selber, ja, oder man trifft sich nur zum Saufen so, dann wird ein bisschen rumgesungen, ist auch okay. Aber sonst, ne, sonst, Freunde, alles cool. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen nehme ich noch die Frage vom guten Voidlord mit rein, bevor ich mich jetzt 20 mal wiederhole. Wieso pullt man denn hier so viel, Mann? Die heilen sich doch, um Gottes Willen, oder? Miese Shadowpan-Kloster, ich hab's damals schon gehasst, wirklich. Wirklich, es ist leider die Wahrheit, ich muss es so sagen, Freunde. Und der gute Voidlord hat gefragt, wie das aussieht mit Mounts, ne? Was für Mounts ich mir mal wünschen würde. Abgesehen natürlich vom Frosch, ja, hat er dazu geschrieben. Das ist immer, wenn man ein bisschen aktiver zuguckt, dann weiß man schon, wie man die Fragen auch formulieren muss. Wenn man wirklich eine Antwort haben will, die man noch nicht kennt, so nach dem Motto. Ne? Das ist der Nachteil, wenn man immer alles guckt, dann weiß man meist schon alles, was ich dann spezifisch erzähle, weil ich ja auch so schon labere, ne? Es ist ganz traurig auch teilweise. Und dementsprechend fragt sich der Gute, was ich mir so an Mounts vorstellen könnte, was ich mir für Mounts wünschen würde. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ihr
ihr es gesehen habt. Ich weiß auch nicht, ob ich das Bild einfach verwenden darf. Aber es gab oder es gibt, und das finde ich sehr cool, das wusste ich auch gar nicht, von Blizzard so ein Wettbewerb, ne? Ein Wettbewerb, die laden auch, glaube ich, immer mal wieder so gut qualifizierte Studenten zu sich auf dem Campus ein, zum Festival, wo man sich dann unterhält, so ein bisschen Networking betreibt und so ein Kram, ne? Mega krass. Und die haben auch so einen Wettbewerb, wo man als Student quasi, ja, wo man was designen kann, das einschicken kann, dann sagen kann, wie so eine Präbewerbung quasi. Ne? Bei Blizzard bewirbst du dich einfach nicht, wenn du nicht 30 Jahre lang neben deinem Studium irgendwie Ghettos bepflanzt hast oder so und dabei noch 3 zusätzliche Minispiele programmiert hast oder so. So nach dem Motto, ne? So nach dem Motto im positivsten Sinne. Ich meine, die Leute haben irgendwie ein eigenes Dojo auf ihrem Campus, wo du Kampfsport machen kannst in der Pause und so. Und habt ihr euch mal den Blizzard Campus angeguckt? Holy shit, die haben eine eigene Instagram-Seite, Freunde, ne? Also lohnt sich. Ich sag mal, lohnt sich. In jedem Fall hatten die einen Wettbewerb und da hat jemand einfach den Traum aller Spieler verwirklicht, ja, und hat ein Otter-Mount designt, Freunde, es ist passiert. Er weiß aber schon, dass wir nicht so schnell vorankommen, weil wir den Schaden nicht haben, ne? Das weiß er schon, dass es nichts bringt, noch mehr zu pullen, außer dass er mehr heilen muss. Gut, hat er weniger Langeweile, okay, vielleicht ist es das, wer weiß. Und er hat ein Otter-Mount designt und ja, jetzt hat er keine Langeweile mehr, jetzt ist er tot. Guter Mann. Und das sah so cool aus. Und ich hasse zwar alles so, was im Wasser ist, aber Otter ist ja cool. Otter ist ja niedlich, ne, das muss man ja sagen. Oder ein bisschen abottern, tolle Sache. Ich erinnere mich direkt auch beim Stichwort Otter an die Biberbrüder, oder? Norbert und Faggot, ich meine Daggett, total toll. Und das fand ich mega cool. Ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung, wenn ich es noch finde, oder vielleicht kann ich es auch einblenden. Insofern, das finde ich mega. Ansonsten, wie gesagt, Frösche, ne? Ich bin ja Froschfreund. Insofern, mehr Frösche. Also nicht nur diese großen, fetten. Von mir ist auch kleine, so Giftpfeilfrösche oder so. Ne, so mega bunte, mega unterschiedliche und so. Fände ich auch mega cool auf jeden Fall. Sind jetzt alle da? Ja, da kommt er angerollt, der gute Mann. Schön. Wunderbar. Und das fände ich mega cool. Was ich halt auch wieder cool finden würde, wobei wir da, glaube ich, halt auch irgendwann einen Schlussstrich einfach ziehen müssen, ob wir wollen oder nicht, so diese Klassenmaschine. Ja, ich finde, das kann man weiterspinnen. Ich finde wirklich, das kann und sollte man vielleicht weiterspinnen. Ich finde das System an sich mega cool. Bei dem Weg zu den Quests rein, da kann man sich streiten. Immer wieder die Küste zum 1000-mal durchmachen ist halt mega räudig. Dafür waren die Quests rein in der Regel sehr cool. Also individuell gemessen jetzt sehr coole Quests rein, untereinander verglichen oder untereinander bemessen, einige mit sehr starken Schwächen im Vergleich zu anderen. Das muss man vielleicht auch so sagen, aber das war ja auch der erste Versuch jetzt seit geraumer Zeit mal wieder mit Klassenquests mit amtlichen Belohnungen. Das muss man mal dazu sagen. Mit amtlichen Belohnungen, ne? Nicht hier irgendwie Stufe 20, Burg Schattenfang, 3 Barn sammeln, kriegst eine Waffe, die du nicht brauchst, weil du hast eine Accountwaffe, ne? Sondern ein einzigartiges Mount, von mir aus noch mit verschiedenen Farben, ein bisschen Speck gebunden und so weiter, ne? Wunderbar, ein bisschen Spektrum gebunden, oder? Schön das Mount in Speck einwickeln, ab in den Ofen, fertig ist es. Oder eine Mount-Terrine, Freunde, beste Leben. Und dementsprechend diese Schiene fände ich sehr cool eigentlich. Also da habe ich jetzt gar nicht so die Gedanken. Ich sag's ja sehr gerne, ne? Ich bin froh, dass wir da ein bisschen drüber reden können. Letztendlich muss Blizzard sich nicht nur die Gedanken machen, sondern sie auch umsetzen. Ne? Tolle Sache. Tolle Sache. Wo rennt er denn schon wieder hin? Jetzt macht er die Kugel da unten. Die brauchen wir doch nicht. Ach Mensch, oder es ist... Ach, es ist ja schön, auf der Welt zu sein und so, ne? Sagt der Panda zu dem Stachelschwein. Und ein Stachelschwein zum Beispiel, wäre auch cool. Nee, also ich fände das cool weiter mit den Klassenmounts. Und dann nicht so Klassenmounts, wie wir jetzt hatten, auch mit diesen Prestige-Tierchen hier. Von wegen irgendwelche fliegende Teppiche oder der x-tausendste Hippogreif in einer anderen Rüstung. Wobei jetzt für BFA kriegen wir noch ein Upgrade-Modell, ne, bestimmt auch wieder von der Schlacht von, wie heißt, von Unterstadt oder von Terrasil und so weiter. Ne, mal sehen, wie es damit weitergeht. Und was Neues halt. Ja, was Neues. Also viel... Oh ja, ernst, Mann. 2% Leben, bitte. Dankeschön. Meine Fresse. Macht's mir doch nicht so schwer, oder? Macht's mir doch einfach nicht so schwer, Freunde. Und da fände ich es cool, wenn da ein bisschen weitergedacht wird. Ne? Und mit den Quests rein, dass ein bisschen verfeinert wird noch. Und da bin ich ganz großer Freund von. Ansonsten jetzt sozusagen... Ich farm ja auch momentan keine Mounts, ne? Das ist vielleicht der Ansatz. Also jetzt zu sagen, irgendwie das und das, das muss unbedingt noch kommen, habe ich momentan gar nicht. Ich bin extrem zufrieden mit meinen Mounts, ich bin extrem zufrieden mit den verschiedenen Farben und Modellen und was wir nicht alles haben. Ja, ich bin ja auch jemand, der kotzt nicht direkt bei einem Recolor. Ich freue mich genauso über meinen Alars Asche Original Phoenix von Keltas, wie auch über das Gilden-Mount in der Lila-Variante. Selber bei der Flammkralle von Alice Razor und der leeren Kralle des dunklen Sterns aus WoD aus den Portalen, ne? Insofern, wenn ich es schön finde, dann ist mir egal, ob es das auch nochmal in derselben Form gibt, ne? Letztendlich Kriegerklassenmount zum Beispiel ist ja auch wieder an Protodrachen angelehnt und so weiter, ne? Also wenn wir da gucken, oder wenn wir mal auch die Modelle vergleichen, zum Beispiel dann mit diesem Wirbelsturm auch vom Schaman, ne?
wie neu und krass das einfach war. Ja, also wie weit man da noch auch spinnen kann mit dem, was uns die Klassen geben, das finde ich ganz großartig. Ja, nächstes Mal von mir aus irgendeine Lavawolke, auf der du so surfst oder so, ne? Nicht Wolke, Lavawelle. Lavawolke klingt auch relativ tödlich, ne? Vielleicht ist das ein neuer Trade dann von unseren Arzneritwaffen oder so oder Rüstungen, ne? Das kann auch sein. Die Lavawolke ist eine Void, die nach Lavaeruption entsteht, ne? Tolle Sache. Da kann man, glaube ich, endlos weiter rumspinnen. Und ich bin, wie gesagt, auch abgesehen von dieser ganzen Berufsschiene hier mit dem tausendsten Recolor Golem oder mit dem komischen nächsten Teppich oder dem 500. Hippogreifen, da finde ich, da kann man irgendwann sagen, gut reicht, genauso wie mit diesem Rumgepulle hier. Das ist doch wieder der ständig vorrennt. Och Junge, dann renn doch nicht vor, oder? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man vorrennt, aber dann darf man nicht verkacken. Ist doch peinlich, Mann. Ist doch peinlich für seine ganze Sippe, oder nicht? Ach Mensch, wirklich. Ach, ganz traurig. Ja, insofern kann man da gerne weiterspinnen, ne, aber ja, man muss halt gucken, wie lange es Sinn macht, ne, man muss halt gucken, wie lange es Sinn macht. Freunde, tolle Sache. Ich hätte noch eine dritte Frage mit reinnehmen können, ne, ich wollte jetzt eigentlich schön Endboss machen, Abschlussmonolog kann ich mir wieder schenken hier. Kann ich mir wieder schenken, ne, weil wieder wüst gepult werden muss hier, es ist unglaublich, oder? Es ist wirklich unglaublich, aber es wird ja wenigstens ein bisschen Schaden gemacht, ne, ich meine, die sind ja tatsächlich ein bisschen vor mir, oder? Das muss einem ja heutzutage auch reichen, oder? Das muss einem ja auch reichen, man muss ja sagen, halt, stopp. Ich finde es schön, wenn Time Walk und Talk jeder Part 300 Stunden dauert, weil die DDs unfähig sind, oder? Das ist ja auch eine tolle Sache. Man muss ja dankbar sein für das, was man kriegt, ne? Dem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sondern in den Anus, ne? Das wissen wir, alte Bauernregel. Ganz genau so ist es. So, wir pullen jetzt auch direkt. Es ist einfach nur wunderbar. Tolle Sache. Nächste Key ist im Arsch. Siehst du, wir gucken noch ein bisschen in den Gildenchat. Wir haben ja Zeit, oder? Wunderbar. Freunde, so, ich hab gepullt. Oder ist das nicht toll? Wir sind beim Endboss. Ach Mensch, hat nur 300 Jahre gedauert. Beste Leben. Ja, Freunde, also dazu, ne, Familie, Freundeskreis, alles cool mit dem, was ich mache, was ich vorhabe, was ich erzähle, was ich tue und überraschenderweise, ich bin halt auch einfach so, ne, also es ist nicht mal so, dass ich mich hier irgendwie dann rechtfertigen muss für was ich tue oder was ich sage oder wie auch immer, weil ich das ganz einfach auch so mache, ne, insofern, da müsst ihr euch keine Bedenken machen, ne, dass ich irgendwann sage, so, meine Großtante hat mich jetzt enterbt, weil sie es hasst, dass ich weibliche Panda-Krieger spiele. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das ist alles cool. Wir machen uns ja keine Gedanken, solange die Nutella nicht nach Scheiße schmeckt, das wissen wir ja, ne? Insofern, und mountmäßig bin sehr zufrieden mit Fröschen, bin sehr zufrieden mit dieser Entwicklung der Klassenmounts, hoffe, sie verfolgen das weiter und hoffe, sie gehen ein bisschen weg von der Recolor-Schiene, beziehungsweise von diesen Modellen, die wir schon gefühlt seit Jahrtausenden haben, ne? Die wir gefühlt seit Jahrtausenden in den verschiedensten auch mal kicken hier ein bisschen. Ach Leute, Mann, es lief doch am Anfang. Was ist passiert, ne? Was ist passiert? Auf einmal kam Mutti rein, ne? Jean-Pascal, du sollst dich mit Luther Matthäus hier... Luther, sehr schön. Luther Matthäus. Ich wollte Lukas sagen, aber Luther finde ich noch besser. Luther Matthäus sollst du dich abwechseln, ne? Wunderbar. Dann müssen auf einmal die ganzen kleinen Brüder spielen. Ja, nochmal einen, ne? Ja, aber hallo. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, Freunde, das ist so meine Meinung dazu, ne? Neue Mounts. Habt ihr coole Ideen? Dann teilt die gerne. Ich finde den Otter sehr cool. Otter wäre was Feines, oder? Auch die Laufanimation stelle ich mir sehr smooth vor. Wir kriegen ja auch mit BFA allgemein einige neue Sachen, ne, an die wir uns dann erstmal ja gewöhnen müssen im positiven Sinne, ne? Und dann bin ich gespannt, was so auf uns zukommt und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus diesem Part. Bis dahin, haut rein. Tschüss.